Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung und heute haben wir im Euro Truck Simulator 2 den Seat Ibiza in der Euro Truck Simulator 2 Version 1.25 und da sehen wir schon eins, der N-Top. Der sieht so ein bisschen komisch aus, aber wir werden noch was anderes sehen. Ich gehe mal in den Innenraum. Ja, man kennt das, ne? Das ist natürlich das Innenleben vom Skoda oder Scout, besser gesagt. Und darauf basiert dieser ganze Mod. Wir gehen mal in die Einstellung und da muss ich sagen, ihr könnt, egal welchen Hersteller ihr nehmt, ihr werdet immer diesen Scout finden. Wenn ich denn hier raufgehe und dann meine Sachen ändere, seht ihr schon, hey, hier fehlt doch irgendwas. Aber hier steht RS. Und da haben wir unseren Wagen. Und wir haben die Möglichkeit von 170 bis 320 PS, ja, das zu ändern. Dann 6-Gang-Getriebe und hier Finger weg. Also den Innenraum gar nicht irgendwie rumklicken, weil dann kann es durchaus sein, dass das Spiel abstürzt. Des Weiteren, Farben ändern sich nicht. Die ändern sich nur, wenn ich in der Cockpit-Perspektive bin. Und wenn ich jetzt hier hingehe, ja, jetzt habe ich einen braun. Und hier solltet ihr auch ein bisschen vorsichtig sein. Ihr seht, ich könnte jetzt 18 Zoll Felgen machen und andere, ja, Felgensorten auswählen. Aber wie gesagt, immer vorsichtig sein. Es kann dazu führen, dass das Spiel abstürzt. So, wir gehen wieder zurück, dass das Spiel nicht abstürzt. Und fahren jetzt einfach mal eine Runde. Der Motor hört sich natürlich an wie der vom Scout, würde ich jetzt sagen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Au, au, au. Er ist so tief. Das ist schon unnormal. Ich habe die 230 PS und man merkt schon, das Weiß, das blendet richtig doll, ne? So, wir schauen mal, was das Licht sagt. Ja, das Licht ist okay. Die Blinker, das überblendet alles ganz schön, ne? Und dann fahren wir mal zurück. Ist mal was ganz anderes, muss ich sagen. Mal ein ganz anderer Mod. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir sehen aber auch hier, der Spiegel wird nicht richtig angezeigt, da... Ja, Blechschaden. Da wird auf jeden Fall der Scout irgendwo im Hintergrund genommen. Ihr seht schon, ne, die Spiegel. Aber das Spiel ist eben nicht da, um irgendwelche Autos zu machen, sondern das Spiel ist da, um LKWs reinzukriegen, aber trotzdem zeige ich sowas gerne mal, weil der so richtig schön brutal aussieht. Also, von euch möchte ich mal wissen, würdet ihr gerne mit dem Wagen ein Speedtest sehen? Dann könnte man durchaus sowas mal machen. Genau. Die wollen es auf jeden Fall. So, dann mache ich erstmal an dieser Stelle einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal ein anderes Fahrzeug zu sehen. Mit den Worten, haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.